Den Gesamtwiderstand zu berechnen, da ich ja weiß, wie die Widerstände addiert werden. Wenn wir uns aber mal solche Schaltbilder anschauen, wie ich es hier vorne habe, wenn wir mal ganz nach links gehen und ich frage, wie groß ist der Gesamtwiderstand zwischen den Punkten A und B, dann sehen wir ja, dass diese Widerstände parallel geschaltet sind und zusätzlich noch in Reihe. Und das ist gar nicht so einfach zu berechnen. Deshalb ist es sinnvoll für die Berechnung des Gesamtwiderstandes, der zwischen den Punkten A und B liegt, dieses Bild ein bisschen zu vereinfachen. Und deshalb gehe ich mal von dieser Schaltskizze zu der über, dass ich mir also die Widerstände mit 1 Ohm hier unten, die sind ja parallel und der ist dann in Reihe zu dem geschaltet. Also ich habe das mal hier so eingeheftet, die beiden, bezeichnet den mit R1, den mit R2, den mit R3. Dann werde ich also erstmal die beiden berechnen. Die nennen wir mal R1, R2. Bei der Parallelschaltung gilt ja, dass die Summe der Reziproken und dass die Summe des reziproken Gesamtwiderstandes gleich der Summe der reziproken Teilwiderstände ist. Also gehe ich aus von dieser Gleichung. 1 durch R1, R2 wäre 1 durch R1 plus 1 durch R2. Oder jetzt die Werte eingesetzt. 1 durch 1 Ohm plus 1 durch 1 Ohm sind zusammen 2 Ohm. Jetzt muss ich aber den reziproken Wert nehmen, sodass wir dann als Gesamtwiderstand von diesen beiden, die hier parallel geschaltet sind, 1/2 Ohm haben. So, nun betrachte ich den Gesamtwiderstand mit dem, der ja in Reihe geschaltet ist. Dann sind quasi die beiden in Reihe geschaltet, sodass ich nur die Summe zu bilden habe. Und 1/2 Ohm plus 1 Ohm sind dann 3/2 Ohm. Tja, wie geht es nun weiter? Wir müssen nun den berechneten Widerstand von 3,5 Ohm oder 1,5 Ohm parallel zu den 2 Ohm wieder ausrechnen. Ne? Diese sind jetzt wieder parallel zu dem 2 Ohm. Und dann wiederum den Widerstand in Reihe dazu nehmen. Das ist gar nicht so schwierig. Also, ich habe hier nochmal angeschrieben, 1 durch R1, R2, dann der dazu parallele Widerstand, also 1 durch 2 Ohm. Das zusammengefasst, wir hatten hier 1,5 oder 3/2 plus 2 Ohm. Dann nehme ich hier den Hauptnenner, das sind 6 Ohm Quadrat, erweitere und wir bekommen diese Werte. Und das sind zusammen dann 7/6 Ohm. 7/6 Ohm, aber auch wieder der reziproke Widerstand ist das ja. Und wenn ich dann den Gesamtwiderstand haben will, muss ich wieder Zähler und Nenner vertauschen und habe den Wert, diese 6/7. Und dieser Widerstand, der wird dann mit 1 Ohm in Reihe addiert. Ja, hier, wir haben diese plus dem. Ja, und das ergibt dann insgesamt wir haben 6/7 und ein Ganzes, da kommt nochmal 7 hinzu, das sind also 13/7 Ohm. Und last but not least, schließlich wird dieser Widerstand nochmal parallel geschaltet mit dem letzten hier, mit diesen 3 Ohm. Das heißt also, 1 durch R gesamt wäre 1 durch 13/7 Ohm plus 1/3 Ohm. Die wir zusammengefasst, da müsste ich dann auch wieder erst den Hauptnenner suchen und das schafft jeder von uns, sodass wir bei der gesamten Addition quasi
auf einen Wert kommen von 1,15 Ohm. Das heißt, dieser Widerstand, der liegt tatsächlich zwischen A und B. Diese Aufgabe ist vom Niveau her durchaus schon dem der 11. Klasse. Ja, und sowas führen wir dort auch mal durch. Diese Berechnungen ist also eine, wenn man will, eine Mischkalkulation von Mathe und Mathe. Das war's. Bisher.